100 Jahre ist das Lied alt und heute spielt man es immer noch.
Und 100 Jahre später wird man es auch noch spielen. Das schon her. Da drüben sitzt ja der Toni Hofer, der berühmte Operettenkomponist. Und die Dame? Ist das seine Frau? Im Gegenteil, sein Spusi, die Anni Lohmeier, die bekannte Soubrette. Das ist doch die, von der man sich erzählt, dass sie mit dem Erzherzog Leopold zusammen einmal... Servus, Anni. Servus. Herr Ober, Papa, du wirst mir nicht so. Immer die dummen Gedanken, Toni. Deine Lieder sind doch genauso berühmt. Alle Welt kennt sie. Ja, heute. Aber in 100 Jahren, ach was, in 20 Jahren kräht kein Hahn mehr danach. Aber geh, sei doch nicht so ungerecht, Toni. Du bist der bekannteste Wiener Operettenkomponist. Natürlich. Erfolg hast du, ja. Geld hast du. Und dich habe ich auch. Und trotzdem bin ich nicht zufrieden. Tja, ich bin halt schon einer, dem man es nie recht machen kann. Ich bin aber auch zu faul. Anstatt dass ich zu Hause sitze und arbeite, treibe ich mich hier herum und versäume die schönste Zeit. Na, wenn das meine Dichter wüssten. Aber geh, geh du mit deinen beiden Dichtern. Ist denn das Buch der neuen Operette schon fertig? Aber natürlich. So. Der Niki und der Vicky sitzen sicher zu Hause und schreiben noch ein paar Witze hinein, damit es ja recht gut wird. Natürlich. Das unzertrennliche Dreieck. Musik von Toni Hofer. Text verfasst von Niki und Vicky Mahler. Vicky? Ja, Niki? Sag, was nimmst denn du heute für eine Krawatte? Ich nehme die dunkle mit den hellen Tupfen. Dann nehme ich die helle mit den dunklen Tupfen. Du, weißt was? Ich nehme auch die weiße mit den dunklen Tupfen. Aber geh, damit die Leute gleich sehen, dass wir Brüder sind. Nimm nur die mit den hellen Tupfen. Nein, nein, jetzt ist schon zu spät. Ich hab schon umgebunden. Na, dann bind sie wieder ab. Ich denke ja gar nicht dran. Bind du sie ab? Frechheit. Ich hab sie zuerst umgehabt. Was geht denn das mich an? Bin ja auch der Ältere. Und auch der Blödere. Was hast du gesagt? Wiederhol das. Ich hab gesagt, dass du der Blödere bist. Fertig. Nimm das sofort zurück. Gib her. Mach keine Witze. Du nimmst das sofort zurück und behauptest das Gegenteil. Das kann ich nicht. Beim besten Willen, du bist wirklich der Blödere. Das traust du dir mir ins Gesicht zu sagen, du Idiot? Ich schreibe die Texte. Ich mache den Dialog. Auch die Idee ist von mir. Und von wem ist der Titel? Von mir. Auf deinen Titel geht kein Hund ins Theater. Herr Vicky Mahler, das geht gegen meine Dichterehre. Sie sind ein ganz gewöhnlicher Lügner. Herr Vicky Mahler. Ja? Sie sind ein ganz gewöhnlicher Lausbub. Bitte schön. Das war das letzte Buch, das wir zusammen geschrieben haben. Gott sei Dank, dass ich auf dich nicht angewiesen bin, du. Du Loch in der Natur. Unverschämter Kerl. Na. Der Gescheitere gibt nach. Traurig bin.
Nie sollst du mich befragen. Geh mal dein Fenster lau. Ich war schon so lang drauf. Du liegst mir im Herzen, du liegst mir im Sinn. Verlassen bin ich. Wir stehen auf der Straße, so verlassen bin ich. Und so ist es ewig, bleiben. Reich mir die Hand, mein Lieben, komm auf mein Schloss mit mir. Wicki, ruck, ruck, ruck an meine grüne Seite, ich hab dich gar so gern, ich kann dich leiden. Er ist doch der Blödere. Was läuten die Glocken? Ich schau nach. Kommen Sie nochmal näher, ja? Bitte sehr, ja, sehr, sehr. Ja, Herr Weigel, wie kommen denn Sie daher? Ich danke Ihnen schön. Bitte schön. Ich habe den Herrn eine sehr wichtige Mitteilung zu machen. Denken Sie sich nur, der Herr Direktor vom Operettentheater hat soeben angerufen, die Herren müssen sofort ins Theater die neue Operette vorspielen. Um Gottes Willen, was ist denn passiert? Ja, passiert ein Feuerwatsch mit der Weihnachtspremiere. Und die Operette muss in 14 Tagen heraus sein. Wo ist Ihr Herr? Ja, deswegen bin ich ja da. Wenn ihr nur das wisst. Er ist nämlich fort mit der Anne. Und ich sage aber zu ihm, schauen Sie, Herr von Hofer, sage ich, lassen Sie ihn nicht darüber mit den Damen vom Theater rein, sage ich. Nun glauben Sie mir, er folgt mir. Ja, aber nicht einmal. Ja, genug, ja. Wo kann er denn nur sein? Wir müssen ihn gleich suchen. Haben Sie keine Ahnung, Weigel? Naja, in der Oper, da ist er nicht. Weil da spielt was von Puccini und das können wir nicht brauchen. Wieso? Ja, die Operette ist doch humoristisch. Und der Puccini mehr zur Sentimentalität neigt. Vielleicht ist er im Apollo. In Apollo? Nein, das glaube ich auch nicht. Weil dort spielt lauter Artistenmärsche. Den Gladiatorenmarsch wissen Sie keiner. Ja, Herr Gladiator, ja, wir wissen schon, ja. Und die haben wir nämlich schon alle verwendet. Ja, also heute ist die Pappen, wir müssen ihn doch finden. Ja. Wo kann er denn noch sein? Heute, ich hab's. Er braucht einen neuen Wienerwalzer, er wird beim Heiringer sein. Ausgezeichnet beim Heiringer. Auf zum Heiringen, kommen wir dir. Ich danke schön. Die Anni Lohmeier soll was singen. Anna, sei fest! Na schau, Anna, 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 aber Anna, 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 im Armin lag, aber
Engel alle singen. Heute gehen wir nichts aus, als spielt der Strauß. In Wien, wo der Wein und der Walzer blüht, da blüht auch das liebliche Wienerlied. Im schönen Wien an der Donau, der Blauen, mit seinen reizenden goldblonden Frauen. In Wien, wo der Wein und der Prosen schäumt, in Wien, wo das Herz nur vom Walzer träumt, aus jedem fröhlichen spielt der Strauß, Papa. Wer bleibt da zu Haus, Mama? Heut gehen wir aus, Mama, auf den Wein. Einen festen Reschenweizer, einen feinen tanzen wir im Prater. Johann Strauß und Vater spielen uns auf. In Wien, wo der Wein und der Walzer blüht, da blüht auch das liebliche Wienerlied. Im schönen Wien an der Donau, der Blauen, mit seinen reizenden, goldblonden Frauen. In Wien, wo der Wein und der Prosen schäumt, in Wien, wo das Herz nur vom Walzer träumt, aus jedem Frühlingschen. Wir suchen dich da, wir suchen dich dort. Inzwischen bist du da. Ja, was ist denn passiert? Ist wer gestorben? Im Gegenteil. Wir sollen in 14 Tagen Premiere haben. Aber das ist doch unmöglich. Ich bin ja noch gar nicht so weit. Komm gleich mit ins Theater. Direktor Walter. Aber Niki, wirklich, schau, das ist doch unmöglich. Wir können doch nicht in 14 Tagen Premiere haben. Aber es ist ja doch noch gar nichts fertig. Red nicht, doch nicht. Komm ins Theater. Ihr seid so weit. Ja, was die mit mir treiben. Bleibst du nur ein bisschen da, Freund Annerl? Komm her. Annerl, komm doch. Geht's in Aktfinale, werden Sie ja ganz begeistert sein, Herr Direktor. Da kommen 28... Ich möchte die Handlung hören, ja? Also, Herr Direktor, unsere neue Operette heißt Zwei Herzen im Dreivierteltakt. Musik von Toni Hofer. Wunderbar. Buch von Micky und Vicky Mahler und so weiter. Alles bekannt. Also, Herr Direktor, unser neuestes Werk ist von unschätzbarer... Erzählen Sie mir die Handlung. Schätzen werde ich selber. Also gut, ich gehe gleich zur Handlung über. Die Dekoration stellt ein kleines Stübchen dar. Irgendwo auf der Wiener Bastei. Stübchen ist schlecht. Wir brauchen Ausstattung. In meinem Haus verkehrt das vornehmste Publikum. Herr Direktor, unterbrechen Sie mich doch nicht immer.
zum Schluss verwandelt sich dieses Stübchen in einen Kristallpalast. Kristall ist auch schlecht. Wir werden Mahagoni nehmen. Aber Herr Direktor, unterbrechen Sie mich doch nicht immer. Ich kann ja auch gehen. Aber bleib da, Moment. Bist ja viel zu nervös. Lass mich erzählen. Herr Direktor, also in dem Stübchen, das später zum Kristallpalast... Mahagoni! Meinetwegen, Mahagoni. Also, in diesem Mahagoni-Stübchen sitzt, da wo jetzt der Herr Kassierer Schlesinger sitzt, ein hübsches, blondes Mädel. Sehr schön. Und da, wo der Herr Direktor sitzt, steht ein armer, aber fescher Leutnant. Und diese beiden haben miteinander... ein Gspusi. Erraten. Herr Direktor, ich bewundere Ihren Weitblick. Also, die beiden lieben sich seit langem. Während der Leutnant Luftschlösser baut, sitzt sie da, traurig und stopft Strümpfe. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Die Frauen, die zu Hause Strümpfe stopfen, wollen das nicht auch noch im Theater sehen. In meinem Haus verkehrt das feinste Publikum. Aber Herr Direktor, da könnte man doch auch nicht zeigen, wie sich zwei Leute auf der Bühne küssen. Küssen, das ist was anderes. Das haben die Frauen nur außer Haus gern. Also gut, ja, ist ja auch nur ein Detail. Wird sie nicht stopfen. Sie wird, Sie wird Lampenschirme bemalen. Sehr schön. Also gut, ja, Lampenschirme. Und sie wirft hier und da verstohlene Blicke hinüber zu ihrem Leutnant bei der Lampenschirmmalerei. Er fühlt diese Blicke, kommt auf sie zu und es beginnt die erste Liebesszene. Das blonde Mädel legt ihren Kopf in seine Hände und sagt: Du wirst einmal ganz groß werden, Hauptmann, Major, General. Und dann, sie beginnt zu singen. Auch du wirst mich einmal betrügen, auch du. Wirst mich einmal belügen, auch du, drum schwör mir nicht Treue aufs Neue, wozu, wozu. Einmal betrügen, auch du, auch du. Träume von Liebe verwehen sobald, Liebe wird immer mit Leiden bezahlt. Was man im Frühling einmal besessen, kann im Herbst man nie vergessen. Wenn auch dein Mund mir die Treue verspricht, glaube mir, Liebling, ich glaube dir nicht. Ich ahne schon beim ersten Kuss den Schluss. Auch du wirst mich einmal betrügen, auch du, auch du wirst mich einmal belügen, auch du, darum einmal betrügen, auch du.
wunderbar, Hofer. Auch du wirst mich einmal betrügen, Schlesinger. Ich? Notieren Sie, notieren Sie. Wir werden die Preise für die ersten 10 Vorstellungen um 20% erhöhen. Gemacht. Wunderbar. Machen Sie nochmal, machen Sie nochmal. Ich muss meine Frau anrufen. Es wird ein Schlager. Beruhigen Sie sich, Herr Direktor. Jetzt setzt die Handlung wieder ein. Aber die Handlung ist ja Nebensache. Hauptsache das nächste Lied. Bitte. Aber Herr Direktor, die Handlung ist ebenso wichtig. Sie gibt den Liedern erst die menschliche Basis. Ich brauche keine Basis. In meinem Haus verkehrt das vornehmste Publikum. Basis. Herr Hofer, wie geht der nächste Schlager? Also komm, Micky, fang an. Los. Du bist mein Sonnenschein, du bist mein ganzes Glück auf Erden. Mein süßes Mädelchen, lass mich ins Herz hinein, ich möchte mit dir so gerne glücklich werden. Mädelchen, den schönsten Frühlingstag, den kann man nicht mit dir vergleichen. Wenn deine Augen die süßen, selig mich grüßen, sage mir, mein Schatz. Und jetzt kommt das blonde Mädel. In deinen Augen liegt das Herz von Wien. In deinen Augen liegt der Frühling drin. In deinen Augen, die so blau und treu, da liegt mein Wien im Wonnemonat Mai. In deinen Augen liegt das Herz von Wien, wenn sie für mich in süßer Liebe blüht. Und wenn's auch tausend schöne andere Augen gibt, ich bin in deine blauen Augen nur Herr Direktor. Notieren Sie. Wir erhöhen die Preise um 30%. Gemacht. Ein ausgesprochener Schlager. Rufen Sie meine Frau an, Schlesinger. Jawohl, Herr Direktor. Schlesinger. Bitte? Wohin gehen Sie? Was? Ich sollte doch die Frau Gemahlin anrufen. Was geht Sie meine Frau an? Kommen Sie zurück. Was wollen Sie? Möchte mir eine bescheidene Frage erlauben, Herr Direktor. Wo ist der Walzer in dem Stück? Wir machen doch eine Wiener Operette, da muss doch ein großer Walzer hinein. Wo? Na, das verstehen Sie nicht. Meine Herren, wir machen doch eine Wiener Operette, da muss doch ein großer Walzer hinein. Wo ist der Walzer? Wo? Einen Moment, Herr Direktor. Schon da. Bitte hier. Die erste Zeile heißt, zwei Herzen im Dreivierteltakt. Die hat der Mai zusammengebracht. Von mir. Hofer, lassen Sie hören. Meine Herren, es tut mir sehr leid, aber für den Walzer ist mir noch nichts eingefallen. Ja, Toni, bist du denn wahnsinnig? Bitte mach keine Witz, mach keine Witz, ich bitte. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich ihn noch nicht habe. Der ist mir eben noch nicht eingefallen. Ich kann nicht auf Befehl Einfälle haben. Servus, mein Herr. Hofer! Aber Hofer, ich stelle Ihnen mein ganzes Archiv alte Operetten zur Verfügung. Nehmen Sie, was Sie wollen. Herr, die Premiere! Also machen Sie, was Sie wollen. Halten Sie Premiere ab oder nicht, mit
Oder ohne Walzer, mir ist es gleich. Ich kann Musik auf Bestellung nicht liefern wie einen Frack. Adieu, meine Herren. Meine Herren, die Premiere findet doch statt. Meine lieben Herren Mahler, Sie werden Sorge tragen dafür, dass der Walz auf jeden Fall fertig wird. Die Proben beginnen morgen. Schlesinger, notieren Sie. Herr Direktor. Die Preise bleiben normal. Das blonde Mädel und der Leutnant sitzen beisammen und das Mädel singt ihm ihr Liebeslied. Merkwürdig. Herr von Hofer, die Post. Danke. Immer wieder ein kleines blondes Mädel. In jeder Operette dieselbe Hauptfigur. Ich glaube, der Niki und der Vicky haben irgendwo ein Modell, von dem ich nichts weiß oder vielmehr nichts wissen soll. Das glaube ich nicht, dass die Herrn Mahler von Herrn Hofer ein Geheimnis hätten. Na, weil mir scheint, Sie wissen auch mehr, als Sie sagen dürfen. Ich weiß gar nichts. So? Na? Wo sind Sie übrigens, die beiden? Kommen Sie heute nicht darauf? Nein. Heute ist doch Mittwoch. Ach ja, natürlich, der geheimnisvolle Mittwoch, an dem meine beiden Dichter nie zu sprechen sind. Ja, aber Sie haben den strengen Auftrag zurückgelassen, dass Sie den Walzer heute fertig machen. Ja, schon gut. Ja, der Walzer muss heute fertig machen. Ja, natürlich. Immer dieses kleine, blonde Wiener Mädel. Seit 5 Jahren kenne ich die zwei. Und seit 5 Jahren gibt es jeden Mittwochnachmittag ein Geheimnis. Wer mag denn das kleine, blonde Mädel sein? Hm? Na, sagen Sie schon. Wir sind nicht nur deine Brüder, wir sind noch viel mehr. Wir sind sozusagen auch deine Eltern. Ja, und wenn du nicht zufälligerweise unser Schwesterl wärst, würden wir dich vom Fleck weg heiraten. Das heißt, ich natürlich. Und ich? Und du bleibst natürlich der Bruder. Das möchte so passen, du zudringlicher Kerl. Aber nicht du nicht? Aber Ruhe! Sapperlott! Ihr zwei Mistbuben, einmal in der Woche kommt ihr zu mir und schon wieder streitet ihr. Sagt mir lieber, warum seid ihr so verrückt und schenkt mir Kleider, die ich doch hier draußen in Mödling nie tragen kann? Also Hederle, pass auf. Dieses Kleid wirst du am 15. Dezember anziehen, an deinem Geburtstag, bei der Premiere unserer neuen Operette. Wirklich? Ich darf zu einer Premiere von euch? Ja, dann werde ich ja auch den Toni Hofer kennenlernen. Also, ob du den Toni Hofer kennenlernen wirst, das ist noch eine Frage. Das ist kein Umgang für dich.
Das haben wir dir schon immer gesagt. Na, ihr seid aber wirklich komisch. Seit Jahren höre ich von euch nichts anderes mehr als den Namen Toni Hofer. Alle seine Lieder kann ich auswendig. In jeder Zeitung sehe ich sein Bild. Jetzt will ich ihn aber endlich einmal persönlich kennenlernen. Schau her und sei gescheit. Der Toni Hofer ist ein Hallodri. Der passt nicht zu dir. Ich will ihn aber kennenlernen. Verstanden? Hedele, pass auf. Schau, der Toni Hofer, der schaut dich gar nicht an. Der hat 100 Frauen. An jedem Finger 10, wenn er will. Also, ich will euch etwas sagen. Ihr behandelt mich noch immer wie ein Mädel von 14 Jahren. Und ich werde am 15. Dezember schon 18. Und in dem Alter hat jedes bessere Mädchen in Wien schon eine Vergangenheit. Jetzt meint Josef. Hedi, woher hat sie das? Sie steht doch in eurer neuen Operette. Ihr habt doch das Manuskript hier liegen lassen. Übrigens, das mit der Vergangenheit ist auch ganz meine Meinung. Da hast du es, du, mit deinen frivolen Witzen. Ich habe dir schon 1000-mal gesagt, du sollst keine Schweinereien ins Buch schreiben. Und ich habe dir 2000-mal gesagt, du sollst das Buch nicht immer rumliegen lassen. Du bist doch das größte Rindviech, das es gibt. Ich habe doch immer gesagt, wir müssen sie vom Toni Hofer fernhalten, weil er sie bloß zu sehen braucht, um anzubeißen. So, aber deine blödsinnige Idee war es, sie zur Premiere einzuladen, wo sie den Toni Hofer kennenlernen muss. Dazu haben wir sie 5 Jahre lang vor ihm versteckt. Schrei doch nicht so mit mir, du Schlieferl. So ein Schlieferl wie du bin ich schon lang. Nichts, Depp! Du Abschreiber! Das ist zu viel! Ich gehe! Adieu! Wenn wir uns zufällig wiedersehen sollten, du brauchst mich nicht mehr zu grüßen mit deinem schiefen Mund! Was hast du gesagt? Du brauchst mich nicht mehr zu grüßen! Fabelhaft! Das ist eine herrliche Anfangszeile für ein Lied. Du brauchst mich nicht mehr zu grüßen. Weiter? Mit deinem schiefen Mund! Das ist schlecht, das kann man nicht nehmen. Man muss sagen, du brauchst mich nicht mehr zu grüßen mit deinem München, dem Süßen. Wunderbar. Von mir. Hallo, ihr Mödling 567, wer? Wien? Ich danke schön. Hallo? Hier Weigel. Er ist ausgeflogen. Ich war auf eine Viertelstunde unten, weil es vis-à-vis beim Roten Turm heute einen Anstich gibt von Salvatorbrei. Eine Viertelstunde. Na, um 1 bin ich nunter und um 4 Uhr war ich wieder herum. Also höchstens eine Viertelstunde. Wer ausgeflogen ist? Der Herr von Hofer. Hat der Toni den Walzer gefunden? Was? 9 Walzer? Ach so, nein, er hat ihn nicht. Er ist in sein Sommerwiel nach Vöslau gefahren. Und hat mir hier 30 Gäste aufgeschrieben. Die soll ich alle bis 10 Uhr nach Vöslau lernen. Ich habe hier die Liste. Ich muss sie gleich alle anrufen. Gib mal her. Hallo Weigel. Sie laden niemand ein. Wir kommen sofort zu Ihnen. Ich danke Ihnen, das war nichts. Bist du blöd geworden? Was ist denn? Aber Niki, das ist doch die einzige Rettung. Wir lassen den Hofer in Vöslau und laden alle Gäste statt ein aus. Natürlich, dort in Vöslau, weit weg von Wien und fern vom Trubel, da muss ihm der Walzer einfallen. Wunderbar. Du bist gar nicht mehr so blöd, wie du ausschaust. Nicht wahr, ja. Er erwartet 30 Gäste und in Wirklichkeit kommt kein einziger. Herrlich ist das. Komm, geh mal. Mädel. Den darfst du aus. Nicht böse sein, wir müssen gleich lebol. Nach unserer Premiere machen wir die ganze Woche Mittwoch. Thank you.
5, 6, 7, 8, 29, 30. Mhm. Das ist ja gleich 10 Uhr, da werden Sie ja bald kommen. Wir sind gleich dort. Aha, pünktlich, da sieht ihr schon die Ersten. Also Ferdinand, ja? Punkt 12 knallst du mit der Peitsche, damit wir rechtzeitig wieder zu Hause sind. Jawohl, kriege jetzt, Fräulein. Punkt 12 wird geknallt mit der Peitsche. Bitte schön. So. Also Ferdinand, Punkt 12. Punkt 12 Uhr, ja. Gehst du ran. Guten Abend, Herr Tonihofer. Guten Abend. Sie sind sehr überrascht, nicht wahr? Allerdings. Natürlich aufs Angenehmste überrascht. Tja. Ja. Wollen Sie mich nicht auffordern, abzulegen? Aber selbstverständlich, verzeihen Sie vielmals. Fleur Bleu? Stimmt? Erraten! Bitte schön, wollen Sie einen Moment hier bleiben. Darf ich? Bitte. Tut's weh. Aber nein. Ja, so ein kleiner Reißverschluss bringt manchem Manne viel Verdruss. Aber jetzt haben wir es schon. So. Ah. Nummer 35? 34,5. Verzeihung. Darf ich bitten? Es ist eine wirklich zauberhafte. War leider etwas ungewohnte Beschäftigung, aber jetzt geht's schon besser. So. Danke. Die Tafel wird etwas zu groß sein, fürchte ich. Wieso? Ich muss Ihnen nämlich eine sehr interessante Mitteilung machen. Es kommt keiner von den Gästen, die Sie eingeladen haben. Nur ich. Die Sie nicht eingeladen haben. Ich bin da. Ich verstehe kein Wort. Darf ich vielleicht fragen, mit wem ich das Vergnügen habe? Nein, das dürfen Sie nicht. Ich wollte Sie gerade darum bitten, dass Sie mich den ganzen Abend quasi inkognito lassen. Wie schade. Wie man so in der Operette sagt. Tja, es ist wirklich wie in der Operette. Ein bezauberndes junges Mädchen kommt mitten in der Nacht in eine einsame Villa. Um den gefeierten Wiener Liederdichter kennenzulernen. Wir essen zusammen, trinken zusammen. Sie spielen mir ihre neuen Lieder vor und in einer Stunde gehe ich und wir sehen uns nie mehr wieder. Abgemacht? In einer Stunde schon? Soll ich lieber gleich gehen? Aber um Gottes Willen. Bitte schön. Ja? Bitte nur Platz zu nehmen. Ja, wo denn? Wo Sie wollen. Es stehen Ihnen 30 Plätze zur Verfügung. Hier, ja? Ja. Wir sahen viele Rinder dort und gingen später wieder vor. Und wenn ich jetzt ein Rindvieh sehe, denk ich gleich, ach, die Dorothee. Und wenn ich
schenkte ich der Dorothee sehr feine, süße Praline. Die fraß sie alle Stück für Stück und gab die Schachtel mir zurück. Und wenn ich jetzt ne Schachtel seh, denk ich gleich an die Dorothee. Und wenn ich jetzt ne Schachtel seh, denk ich gleich an die Dorothee. Hulige, 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 hulige. Prost, kleine Unbekannte. Prost, großer Meister. Soll ich Ihnen etwas gestehen? Ich bin eigentlich sehr glücklich, dass die anderen nicht gekommen sind, nur Sie allein. Steht das auch in Ihrer neuen Operette? Nein, das steht hier, kleines Fräulein. Danke für das Kompliment. Bitte sehr. Ich möchte Ihnen etwas sagen, aber ich sag's Ihnen lieber ins Ohr, ja? Ja, aber... Das ist ja nicht zu glauben, wirklich? Also, jetzt kommt der Bruderschaftskuss, ja? Nein. Ein leiser Walzer schwebt durch den Raum, da gleite ich mit dir wie im Traum. Ist das aus Ihrer neuen Operette? Ja, das soll das Hauptlied werden. Wie ist denn Ihre neue Operette? Aber okay, lass doch. Ich möchte es aber wissen. Na, ich schenke dir eine Freikarte zur Premiere, ja? Nein, ich möchte, dass Sie jetzt hier von mir ganz allein Premiere machen. Oh. Spielen Sie mir doch die Operette vor. Okay, Mädel. Ist sie vielleicht nicht gut? Oh nein, im Gegenteil, ist mein bestes Werk. Also dann bestehe ich darauf. Bitte, spielen Sie mir doch jetzt den Walzer vor, ja? Weißt du was? Ich spiele dir lieber den Slow Fox vor. Nein, nein, nein. Ich möchte doch den Walzer hören. Oder den Foxtrot, weißt du, der ist sehr fesch. Den kann man tanzen. Und den Walzer kann man singen. Also bitte den Walzer. Na ja. Schwebt durch den Raum, da gleite ich mit dir im Traum. Du Stern, der wie immer, sein der Himmel.
aus Nacht uns freundlich zu. Mein Geheimnis hab ich entdeckt, das Liebe mehr berauscht noch als Sekt. Die Lippen schweigen beim Klang der Geigen und keiner tanzt so gut wie du. Zwei Herzen im Dreivierteltakt. Zwei Herzen im Dreivierteltakt, die hat der Mai zusammengebracht. Zwei Herzen im Dreivierteltakt, in einer Walzernacht. Ein Viertel Frieden und ein Viertel Wein, ein Viertel Liebe, verliebt muss man sein. Wieso? War das wirklich gut? Aber herrlich! Das Beste von Ihnen! Das müssen Ihnen doch schon alle Leute gesagt haben. Alle Leute? Den Walzer kennt doch noch niemand. Du bist doch die Erste, die ihn hört. Aber Herr Hof! Mädel! Mir ist mein Walzer eingefallen. In diesem Augenblick. Wie war's denn? Wie ging's doch gleich? Hm? Die Rose liegt versteckt hinterm Saal. Das Weiß, das pure Gold ist so kalt. Das Weg berauscht und kein Ohr. Also, meine Herren, ich kündige an Toni Hofers bestes Stück. Ein Walzer. Also los, los.
Moment. Der gleiche Augenblick. Ich muss mich einen Augenblick konzentrieren. Augenblick, ich komme gleich wieder. Konzentrieren. Aufgewachsen beim Konzentrieren. Er lacht doch herum wie ein Verrückter. Lass ihn, lass ihn. Er wird ihm schon einfallen. Wie war's denn nur? Hier bin ich gesessen, da sie. Dann habe ich sie geküsst. Augen. Darüber zum Flügel. Ein leiser Wald. Ja, was ist denn das? Das ist blöd. Das ist doch schon nie passiert. Das ist gar kein Problem. Weg, futsch. Nur Ruhe, Ruhe. Wird alles gut. Also jetzt. Kinder, lacht mich nicht aus, glaubt, was ihr wollt, aber mir ist etwas passiert, was vielleicht noch keinem Musiker passiert ist. Ich habe nämlich die Melodie des Walzers vergessen. Die hast du nicht aufgeschrieben? Nein. Und niemand hat zugehört? Doch. Ja, wer denn? Aber reden Sie doch. Der Betreffende wird sich vielleicht auf die Melodie erinnern. Wer was denn? Tja, das ist eben das Merkwürdige. Ein Mädel war vorhin hier. Durch dieses Mädel ist mir der Walzer eingefallen. Ich habe ihn gespielt und sie hat ihn gesungen. Und dann war sie plötzlich weg. Dieses Mädel ist der einzige Mensch, der den Walzer kennt. Na, wer war denn das Mädel? Wie heißt sie? Wo wohnt sie? Das weiß ich selbst nicht. Ein Viertel Frühling und ein Viertel Mai. Ein Viertel Liebe verliebt muss man sein. Zwei Herzen im Dreivierteltag. Wer braucht mehr? Sie haben ja eigentlich recht.
Ich weiß nicht, warum wir überhaupt daherkommen. Nächstens können wir doch Premiere machen ohne Probe. Nicht wahr, mein Kind? Marsch in die Garderobe! Bestie! Ich? Und Fräulein Lohmeier ist auch nicht da. Jetzt kommt sie. Na, geh weg. Guten Morgen, Fräulein Lohmeier. Guten Morgen, Herr Direktor. Sie entschuldigen, dass wir die Proben so früh angesetzt haben. Ja, aber Herr Direktor, mein Onkel... Ich weiß, Ihr Onkel ist gestorben. Mein Beileid, Fräulein Lohmeier. Jetzt sind Sie 3 Jahre bei mir engagiert. Jede Woche stirbt ein Onkel. Das hält ja die größte Familie nicht aus. Aber jetzt reißt meine Geduld, Fräulein Lohmeier. Wenn noch ein Onkel stirbt, sage ich Ihnen nur ein einziges Wort. Suchen Sie sich einen anderen Posten. Zucken Sie nicht die Achsen. Sind entlassen, Schlesinger. Notieren Sie. Der Vorschuss von Fräulein Lohmeier wird eingeklagt. Wohin gehen Sie? Wohin gehen Sie? Was machen Sie? Ja, ich bin doch entlassen. Natürlich sind Sie entlassen. Ist aber kein Grund, um wegzugehen. Machen Sie sich fertig. Nicht hier in der Garderobe machen Sie sich fertig. Was haben Sie gesagt, Schlesinger? Herr Direktor, ich habe nichts gesagt. Nur das ist es eben. Warum sagen Sie nichts? Was soll ich sagen, Herr Direktor? Sie haben nichts zu sagen. Das habe ich doch gesagt. Was? Nur nichts. Aber die Herr von Hofer. Morgen, Bratfisch. Herr Hofer, haben Sie einen Weizer gefunden? Nein! Warum haben Sie ihn nicht gefunden? Übrigens kann ich es nicht verstehen, wie man einen Weizer verlieren kann. Es kann vorkommen, man verliert ein Portemonnaie. Eine Frau, man verliert einen Prozess, man verliert die Geduld. Aber den Weizer, Schlesinger, haben Sie im Leben gefunden? Was versteht, kommen Sie her? Haben Sie gehört, dass man Walzer verliert? Ich habe noch keinen verloren, Herr Direktor. Blöder Hund. Also, los, anfangen. Ruhe, Herr Direktor. Wer war das?
werde noch verrückt. Herr von Hofer, was suchen Sie eigentlich? Den Walzer oder das Mädel? Weder den Walzer noch das Mädel. Oder vielleicht beide. Wissen Sie, Weigel, wenn ich es recht bedenke, so suche ich die Stimmung. Wissen Sie, die Stimmung jener Nacht, in der das Mädel bei mir war und ich den Walzer gespielt habe. Ich bin auch derselben Meinung. Schauen Sie, Herr von Hofer, wenn wir das Mehl hätten, so hätten wir auch den Walzer. Und wenn wir den Walzer hätten, hätten wir auch das Mehl. Da kann nur eines helfen. Eine Annonce im Neuen Wiener Tagblatt. Aber das ist ja... Ich habe schon einen Text dazu. Jenes Fräulein, welches sie der Wiener des Komponisten Hofer, der Geburt eines Walzers beigewohnt hat, wird dringend gebeten, sich zu melden. Zuschriften unter unglücklich ist, wer vergießt. Also machen Sie mich nicht nervös mit Ihrer blöden Annonce. Schlesinger, der Komponist wird ja den Walzer nie finden. Wir nehmen den Deutschmeistermarsch hinein mit neuem Text und Ballett. Verstehen Sie? Schlesinger, notieren Sie. Schlesinger! Wo ist Schlesinger? Was ist los? Sagen Sie, warum verstecken Sie sich immer? Ich? Aber hören Sie mal auf, kommen Sie. Na schroff, Christo, die letzte zu finden. In deinen Augen liegt das Herz von mir. In deinen Augen, la 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 la. Fange deine Lieder gefälligst selber an, ja? Morgen haben wir Premiere. Ich habe das Gefühl, dass wir morgen zwei Vorstellungen haben werden. Wieso? Die erste und die letzte. Witz? Wenn du willst. Ha, ha, ha. Lach doch nicht so blöd. Na, was soll ich weinen? Natürlich sollst du weinen, weil wir unseren Walzer noch nicht haben. Nervös, weil wir den Walzer nicht haben. Und das ist ja unerhört. Du, der Toni kompromittiert uns vor der ganzen Stadt. Da les, jenes Fräulein, welches in der Villa des Komponisten Hofer der Geburt eines Walzers beigewohnt hat, wird dringend gebeten, sich zu melden. Zuschriften unter unglücklich ist, wer vergisst. Na, das ist doch unglaublich. Jetzt druckt er unsere Blamage noch in die Zeitung. Du, wir müssen sofort nach Wien. Wer weiß, was sonst noch passiert. Wann beginnt die Generalprobe? Um 11 Uhr, nachts. Da finden wir noch, komm. Servus, Hinnere. Servus, Tami. Wir müssen weg. Auf Wiedersehen. Thank you.
Herr Direktor. Ist das eine Moment. Meine Idee, Herr Direktor. Ein Moment, Herr Direktor. 16 Girls sind zu wenig. Ja, wir brauchen noch 16 Girls. So, vielleicht die Herren, ich nicht. Schlesinger, notieren Sie. Was heißt notieren? Ein Notar ist draußen und wünscht die Herren Maler zu sprechen. Mitten in der Nacht? Herr Sitomirski. Er sagt, es sei dringend. Wiege, geh hinauf. Geh du hinauf. Wieso ich? Geh du. Geh du. Nein, meine Herren, seht ihr beide, ja? Ihr stört bloß da. Hm, ja? Wir stören. Das hab ich gern. Wir stören. Hey, Schlesinger, notieren Sie, ja? Ja, Sidomirski, was machen denn Sie da? Mitten in der Nacht? Habe die Ehre, mein Kompliment. Guten Abend wünsche ich, meine Herren. Verzeihen Sie die Störung, aber etwas sehr Wichtiges zwingt mich zu dieser ungewöhnlichen Stunde, oder wie der Lateiner sagt, sozusagen als Deus ex machina, vor Ihnen zu erscheinen. Ja, also weiter, weiter, wir haben ja unten Generalprobe. Reden's doch schon! Geduld, meine Herren, Geduld, Geduld, immer mit der Ruhe, oder wie der Lateiner sagt, semper cum silentio. Nur Geduld, meine Herren, Sie werden sofort erfahren, um was es sich handelt. Also, ich bitte zu sitzen. Meine Herren, ja, als langjähriger Notar Ihres allerwertesten Hauses habe ich die Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass heute der 14. Dezember ist. Sind Sie gekommen, um uns das zu sagen? Ja, nicht deswegen, meine Herren, sondern deswegen, weil ich Ihnen sagen will, dass wie alljährlich, ja, auch in diesem Jahre, ja, auf den 14. Dezember, der 15. Dezember folgt. Sidomirski! An diesem Tage nämlich, meine Herren, habe ich Ihnen eine Mitteilung zu machen, die seit 10 Jahren in diesem Briefe sozusagen schlummert. Ja, geben Sie nur her, geben Sie nur her! Geduld, meine Herren! Ich habe die Aufgabe, Ihnen dieses Dokument im Auftrage Ihrer Päte, Weiland, Eltern, Gott lasse Sie ruhen in Seligkeit, oder wie der Lateiner sagt, requiescant in pace, zu überreichen. Selbiges aber erst am 15. Dezember zu tun. Selbiger beginnt aber, wie ich auf meiner Uhr sehe, in 7 Minuten. So lange müssen die Herren also Geduld haben. Ja, wahnsinnig. Gib's den Brief her. Worum handelt es sich denn eigentlich? Es handelt sich um Ihre Schwester. Um unsere Schwester? Um Hedi? Jawohl. Um Fräulein Hedwig Caroline Leontine Mahler. Thank you.
Herr Schlesinger, Sie alter Theaterhase. Was wird morgen sein? Was glauben Sie? Was ich glaube? Ich bin konfessionslos. Eine Wiener Operette ohne Walzer? Meine Herren, ich gebe Ihnen jetzt die genaue Zeit. Ich bitte, vergleichen Sie. Es ist genau 11 Uhr 59 Minuten und 57, 58, 59. Meine Herren, es ist 12 Uhr. Der 15. Dezember hat begonnen. Also, los! Lesen Sie schon! In meiner Eigenschaft als Notar erbreche ich dieses Dokument und bringe Ihnen dasselbige zur Verlesung. Vorausgesetzt, dass ich meinen Zwicker nicht vergessen habe. Ah, da ist er. Da ist er. Gottes Willen, das auch noch. Schrecklich! Mein schöner neuer Zwicker. Geben Sie her, ich werde lesen. Nein, ich werde lesen. Ich bin Notar. Ich muss lesen. Aber ich kann nicht lesen. Ja, was ist denn jetzt? Furchtbar. Ein Moment, ein Halt. Hier, lesen Sie mit dem Operngucker. Ja, aber lesen Sie nur schon. Operngucker, Testament lesen, das ist ja unmöglich. Vielleicht die andere Seite. So geht das. Also, meine Herren, aufpassen. Lieber Niki und lieber Vicky, wir sprechen nun zu euch wie folgt. So ein Zwicker kostet mindestens 10 Zloty. Weiter. Das Mädchen, das seit frühester Jugend mit euch zusammen aufgewachsen ist, das in unserem Hause, das ist schrecklich. Ich muss mir bald einen neuen Zwicker kaufen. Ich kann nicht immer rumlaufen mit einem Operngucker. Lesen Sie schon weiter. Na, mit Operngucker kann ich doch nicht immer lesen. Sie weiter. Lebt. Und von aller Welt für eure Schwester angesehen wird, ist nicht eure Schwester. Sie wurde von uns als Babi. Wer ist Babi? Sie. Ich? Aber nein, die Hedi. Ah, die Hedi ist ein Baby, ist das. Ah, das ist schlecht geschrieben. Als Baby adoptiert und heute am Tage ihres 18-jährigen Geburtstages, am 15. Dezember 1930, sollt ihr, was ist ihr? Ah, ihr, das ist ja gestottert, ihr, die Wahrheit sagen, eure Eltern. No. Hedi ist nicht unsere Schwester? Das ist ja wunderbar. Das ist ja herrlich. Wieso herrlich? Weil sie jetzt meine Frau wird. Deine Frau? Meine Frau. Ich werde sie heiraten. Das werden wir ja sehen. Gehen Sie her, damit laufe ich zu ihr und verlobe mich sofort. Lauf doch! Schlüssel her! Brief her! Lausbub! Dieb! Räuber! Gauner! Mörder! Raubmörder! Du Hutschling, du! Ihr Mensch! Kommen Sie, geben Sie mir schnell die Geige. Mädel! Mädel!